Für E-Mobilität ohne Sorgen und für eine intelligente Ladelösung für Sie zu Hause oder für die Firma habe ich zwei starke Partner für Sie. Das sind Technivolt und Technisat. Das junge E-Mobility-Unternehmen Technivolt arbeitet mit Technisat zusammen und entwickelt moderne, hochwertige Ladestationen, made in Germany. Die werden zusammen produziert und entwickelt natürlich. Wichtig hierbei ist, die Ladestationen haben ein ausgezeichnetes Design. Das ist der EF Design Award. Was für mich persönlich immer ganz toll ist und für Sie natürlich auch wichtig ist, die Ladesysteme sind made in Germany. Und ich zeige Ihnen hier die Modelle Technivolt 1100 Smart und Technivolt 2200 Smart. Diese beiden Ladestationen unterscheidet einfach die Ladeleistung. Entweder mit 11 kW Modell 1100 Smart oder mit 22 kW dann das Modell 2200 Smart. Wie Sie sehen, haben wir beim Gehäuse daran gedacht, dass es modern ist, dass es hochwertig ist, dass es auch ja schön und komfortabel ist. Sie haben ein wettergeschütztes Gehäuse, das ist die IP-Schutzklasse 5.4. Regen, Schnee, Eis, kein Problem. Sie können die Ladestation in der Garage, am Haus, draußen anbringen. Was mir besonders als komfortabel aufgefallen ist, wir haben beim Gehäuse das so entwickelt, dass das Ladekabel einmal komplett drumherum gewickelt werden kann, ohne dass es irgendwo herunterhängt. Und zum anderen sehen Sie hier vorne schon, das ist eine Glasfront. Wunderschönes schwarzes Sicherheitsglas. Das sieht auch nach Jahren noch einfach schick und modern und schön aus. Wir haben dabei integriert hier oben eine farbige LED für die Anzeige der verschiedenen Betriebsmodi. Darunter NFC, um natürlich auch Ladevorgänge über eine Karte zu autorisieren. Und hier ist dann auch in der Smart-Variante ein Stromzähler mit integriert, was das natürlich dann einfach macht, dann später mal nachzuschauen, wer hat eigentlich wann wie viel geladen. Beide Stationen werden ausgeliefert mit einem 5 Meter langen Ladekabel. Wahlweise können Sie sich auch für 7,5 Meter entscheiden. Wichtig ist, am Ende des fest integrierten Kabels erwartet Sie der Ladestecker Typ 2. Das ist der in Europa meist gebräuchlichste Stecker und in Deutschland der Standardstecker. Den stecken Sie in ganzer Ruhe in Ihren PKW ein und können dann bequem zu Hause laden. Und das finde ich ja so angenehm. Das macht es so sicher und komfortabel. Sie parken einfach rückwärts ein, vorwärts ein, wie es am besten passt. Laden vielleicht noch was aus, stecken dann den Stecker hinein und dann wird automatisch Ihr PKW geladen. Und bei dieser Automatik habe ich für Sie halt noch zwei tolle Möglichkeiten zur Autorisierung. Sollte die Technivolt 1100 Smart oder 2200 Smart in Ihrer Garage sein, können Sie sie so einrichten, dass sie automatisch mit dem Ladevorgang startet. Sollten Sie sie vielleicht auch halb öffentlich oder draußen benutzen, das heißt, sie ist an einem Stellplatz bei Ihnen vom Haus montiert oder Sie nutzen sie vielleicht auf Ihrem Firmengelände, dann können Sie die Ladevorgänge über Ladekarten autorisieren. Zwei dieser RFID-Ladekarten sind im Lieferumfang schon mit dabei. Und die Vorgehensweise ist so simpel. Also parken, bitte die Ladebuchse am Auto öffnen, Stecker einstecken und dann schnappen Sie sich einfach Ihre RFID-Karte, halten die einfach kurz hier vor, zack, schon wird die Karte erkannt, geprüft, ob sie autorisiert ist und der Ladevorgang wird automatisch gestartet. Durch den integrierten Stromzähler können natürlich auch gerade Unternehmen, wenn man das quasi halböffentlich, gewerblich benutzt, die Möglichkeit halt haben, auch das Ganze mal auszuwerten. Was wichtig ist für die Zukunft und für die Sicherheit, ist, dass die Ladestationen mit einer integrierten DC-Fehlerstromerkennung ausgestattet sind. Das hat auch Vorteile bei der Installation, da sparen Sie ein bisschen an den Kosten. Des Weiteren sind Sie zukunftssicher durch das Thema Lastenmanagement und Energiemanagement. Aber was bedeutet das? Lastenmanagement ist ganz wichtig, wenn Sie nicht nur eine Ladestation betreiben, sondern mehrere. Dann macht es Sinn, die intelligent miteinander zu vernetzen, sodass die Ladungen intelligent verteilt und gesteuert werden. Beim Thema Energiemanagement geht es darum, wenn man zum Beispiel auf seinem Gewerbeobjekt, auf seinem privaten Häuschen eine Photovoltaikanlage installiert hat, dann laden Sie ja Sonnenenergie. Die können Sie natürlich bei den meisten Anlagen in einem Haus Akku speichern. Sie haben aber auch die Möglichkeit, dass die Technivolt Modelle 1100 Smart und 2200 Smart mit ihrer Photovoltaikanlage zusammenarbeiten und so überschüssige
Sonnenenergie direkt als Strom in Ihrem Pkw, in Ihrem Fuhrpark gespeichert werden. All das ist integriert, macht die natürlich zukunftssicher und ich finde das Design einfach beeindruckend, dass sie auch nach Jahren wunderbar und auch toll aussehen. Das macht einfach beide Modelle zukunftssicher. Eine weitere tolle Funktion bei den beiden Modellen ist der integrierte WLAN-Hotspot. Das heißt, über ein Smartphone, Tablet oder Laptop können Sie sich direkt mit der Ladestation verbinden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sie nicht nur einzurichten und weitere Karten zu autorisieren, sondern gerade wenn Sie sie auch gewerblich nutzen, für Ihren Fuhrpark, für Ihre Mitarbeiter zum Beispiel, haben Sie die Möglichkeit natürlich auch die Ladevorgänge auszuwerten. Wann, zu welcher Uhrzeit, wie lange hat wer was geladen? Auch das ist eine wichtige Möglichkeit, zukunftssicher auch seine Energie und Energiekosten im Auge zu behalten. Einen letzten Tipp habe ich noch für Sie, wenn es um das Thema Zubehör geht. Sie sehen jetzt, die Technivolt 1100 Smart oder 2200 Smart ist hier auf einer wunderbaren, schönen Edelstahlsäule angebracht. Schauen Sie gerne mal in das Zubehör. Dort finden Sie weitere Möglichkeiten, die Ladestation aufzuhängen. Unter anderem gibt es da natürlich weitere RFID-Karten und auch diese Halterung für den Typ-2-Stecker. Die macht es ihm möglich, witterungsgeschützt, aber auch gut durchlüftet aufbewahrt zu werden, damit Sie Ihre Autos immer sicher und trocken laden können. Eine ganz individuelle Möglichkeit für Ihr Gewerbe ist natürlich auch, dass Sie die Glasscheibe hier vorne noch individualisieren lassen können. Also schauen Sie da gerne mal rein, lassen Sie sich beraten und weitere Informationen finden Sie natürlich bei Ihrem Fachmann und bei Technivolt im Internet.